Guten Morgen, liebe Sorgen, zurück zu Minecraft hier. Jetzt in Vollversion 1.21. Ich wollte das Feld nochmal erweitern, ne? Warte mal. Dazu brauche ich die Sense. Die war hier drin. Und dann brauche ich noch ein bisschen. Na, wie heißt das Zeug denn? Saatgut. Na, das müsste eigentlich ausreichen, ja. Ich glaube, ein, zwei Mods gibt es nicht. Den Enchanting Infuser, der ist noch nicht geupdatet. Dann noch so ein Performance Mod, der. Oh, wie hieß denn der nochmal gleich? Lazy DFU. Der ist noch nicht geupdatet. Da gab es noch einen, den ich eigentlich haben will. Ach, wie hieß der denn? So, machen wir nochmal ein bisschen hier das Feld weiter. Das kann ruhig ein bisschen größer sein. Das kann ruhig noch ein bisschen größer werden. Noch ein bisschen hier aufschließen, ne? Zum Weg. Das soll ja so eine Wegbegleitung sein, das Feld. Aber nicht bis ganz da hinten. Das kann ruhig jetzt dann hier sich wieder langsam abflachen. Alter, das Gras geht mir ziemlich auf den Sack. Ja, so kannst du dann wieder langsam abflachen hier. Ach Mensch. Ja, wenn die Felder nass wären, gänge das viel leichter. Ich weiß, das stimmt schon. Aber jetzt erst noch irgendwo überall dann noch was hinzumachen, wäre halt einfach nur ätzend. Ich könnte es auch im Regen machen. Und dann würden mir da ein Monster auf den Sack gehen. Und das wäre nicht so vom Vorteil. Einfach weil. Wenn ich jetzt hier einen Zombie schlagen würde und den würde den haut er dann weg. Dann zählt das wie springen und dann macht er mir die ganzen Felder in Arsch. Aber ich wollte eigentlich mit die eine Mod noch installieren, dass die bei Iris, dass das hier mit den Feldern, dass der Schatten verschwindet. Da gibt es nämlich eine Mod für. Die habe ich durch Zufall mal entdeckt. Aber noch nicht runtergeladen. Das ist natürlich auch sehr clever gewesen von mir. Ich bin immer für sehr viel Schleue bekannt. Das hat man auch bestimmt schon zahlreich im Let's Play sehen können. Oder in meinen ganzen Let's Plays. Meine unglaubliche Schleue. Ich habe nichts mehr dabei. Was? Alter, dann brauchen wir noch wirklich exorbitant viel. So, dann. Ja, das muss auch noch gebaut werden, stimmt, ja. Da war ja was. Habe ich die Treppen auf allen Seiten dran gemacht? Ja, habe ich. Okay, alles klar. Ich dachte, das wäre bloß an der Front gewesen, aber nee, es ist schon ringsrum. Dann ist ja gut, dann kann das ja alles mal weg. Und hier soll, glaube ich, auch noch mal ein bisschen Weg hinkommen. Beziehungsweise wenn das Feld geupgradet ist, könnte man, also verendet ist, könnten wir ja mal den Platz vorm Leuchtturm verbessern. Der soll ja auch anders werden. Der soll nicht mehr so sandig sein, sondern da kommt ein bisschen was anderes hin. Ein bisschen mehr Kies, ein bisschen mehr auch Stein und Cobblestone kommt dahin. Und vor allem noch ein bisschen von dieser groben Erde. Wenn das mehr so wie ein Platz aussieht, weißt du, wie was Befestigtes. Das ist so eher mein Ziel. Hoffentlich. Ach, übrigens, ich habe mir jetzt auch mal hier so ein. Also der wurde zumindest als True Random Music Player angepriesen. Mal gucken, ob dann auch ein True Random Music Player drinsteckt, da wo es auch draufsteht. Das wäre natürlich echt mal langsam schön. Weil halt bei normalen Standard Music Playern, also jetzt nicht nur Windows Music Player, sondern auch andere, die man meistens auch so normal findet,
die nicht spezifisch für die für ESDs auf Englisch die Shuffle-Funktion gemacht sind, da kann es halt passieren, dass da ist es oft so, dass du zwar eine zufällige Reihenfolge dann machst, aber die ist halt nicht so zufällig, sondern bei den Tracks, die du auswählst, dann erstellt das Ding halt eine eigene Playlist. Das ist halt die ganzen Tracks, die du halt ausgewählt hast, abspielt, aber nicht halt in der Reihenfolge, wie es im Ordner ist, sondern halt anders. Ist jetzt aber nicht true random, ne? Sondern das hat halt immer dann dieselbe Playlist. Man kann das ein bisschen austricksen, indem man meines Wissens immer ab einem anderen Track das Zeug abspielt. Nicht immer am selben. Klappt aber auch nicht immer. Da ist so ein True Randomizer schon ganz geil. Ist die Musik übrigens. Ist die zu laut? Moment. Hallo? Hier. Machen wir so mal ein paar Prozente leiser. Weil ich nicht weiß, ob die zu laut ist. Oh, das geht mir auch auf den Sack hier, ne? Aber das sieht man zum Glück nicht, wenn das Zeug gewachsen ist. Da sieht man es zum Glück dann nicht mehr. Theoretisch könnte man statt dem Wald da auch einfach nur ab und zu ein paar Bäume hinsetzen, dann macht man einfach so ein großes Feld hin. Aber es ist beim Sumpf nicht so schön. Also wenn jetzt alles, keine Ahnung, Wald und Wiese wäre, dann wär das wahrscheinlich ein Plan. Aber das kannst du halt nicht machen, wenn du dann Sumpf hast. Das kannst du theoretisch schon machen, aber es sieht halt dann scheiße aus. Das kannst du halt nicht bringen. Zumindest, wenn man ein bisschen Wert auf Ästhetik legt, kannst du das halt nicht bringen. Und schon haben wir unser Feld vergrößert. Wie gesagt, für all die neu dabei sind, dieses Feld dient nicht zur Nahrungsbeschaffung, sondern ist rein optisch. Alter, das Kabel der Maus, ne? Bleib da mal unterhalb von diesem komischen Ding. Sonst krakelt das immer so rum. Ah, das ist zu weit. So, da kann ruhig wieder Gras zuwachsen. Das ist zu nah dran gewesen am Weg. Das wäre nicht so schön. Es soll ja immer noch klare Grenzen geben zwischen Weg und Feld. Huch. Kann doch nicht sein, dass wir wieder kein Dingens mehr haben. Ich muss noch mal ganz kurz zurück zum Lager. Warte mal. Ich habe echt gehofft, dass es reicht, aber es hat nicht gereicht. Das ist nicht so schön. Ich könnte jetzt was ernten, aber es wäre Quark. Ich könnte auch fangen und vor allem mal die schon gewachsen sind, mal die Wachshilfen mal wegmachen. Du brauchst ja noch und du nicht mehr. Dann da könnte auch noch ein normaler Baum hin, theoretisch. Ein kleinerer. Und dann noch mehr in die Richtung pflanzen noch. Und ja, könnte auch noch ein bisschen Gras hin. Es ist alles bloß normaler Grasblock, aber noch nicht mit Gras bewachsen. Hier könnte ich das Ding nochmal rumziehen. Das wäre dann zumindest konsequent. Oder mach einfach dann dazu. Keine Ahnung. Da muss noch irgendwie noch was gemacht werden. Respawn die Bienen eigentlich? Die respawnen gar nicht, ne? Dann kann ich den auch einfach wegmachen, den Bienenstock. Alles andere ist dann doof, ne? So schön Kartoffel fressen. Dann holen wir nochmal ganz kurz. Beziehungsweise wir tun es einfach da rein. Wir holen es nicht, wir tun es rein. Lege mal ganz kurz das sinnlose Holz ab und gehe dann nochmal kurz runter in unser. Ja, namentlich ist es ein Weinkeller, aber eigentlich ist es eher so. Ja, man sieht es, glaube ich, was es eigentlich ist. Und zwar der Lagerraum für unsere Farmen, die wir haben, für unser Industriegebiet. Wie gesagt, für all die neu sind. Das kommt dann alles hier hoch, wird hier entlang transportiert. Und dann wird das hier einsortiert.
Theoretisch fehlen mir da noch drei Farmen. Das eine wird noch Zuckerrohr werden, das weiß ich. Die anderen, boah, ja, keine Ahnung. Kartoffeln haben wir. Karotten haben wir nicht, aber Karotten braucht man auch theoretisch nicht in diesem Ausmaß, dass man da Farmen machen muss. Keine Ahnung, die zu fressen bringt nichts. Das bringt kaum Nahrung zurück in dieser komischen Essensleiste da. Noch dazu, ja, die kannst du vergolden, dann kannst du die vergoldet, wie sie ist, zum Brauen nehmen. Das ist zwar alles schön und gut, aber irgendwie fehlt ja so ein bisschen der Zweck dahinter. Weil eigentlich ist ja eine Karotte ziemlich reich an Ballaststoff, also theoretisch müsste die eigentlich gut satt machen, aber macht sie im Spiel nicht. Die ist eigentlich einfach nur da, um da zu sein und halt, wie gesagt, für ein paar Braurezepte. Das ist jetzt aber nicht das Gelbe vom Ei. Das ist relativ begrenzt eigentlich. Du sollst da Gras wachsen, Alter. Moment. Hallo. Wachse bitte zu. Währenddessen. Ach komm, noch so ein bisschen geht. Noch so ein bisschen geht. Noch ein bisschen in diese Richtung ziehen hier. Kleines optisches Feld. Huch. So, damit es nicht ganz so gerade wirkt und so kantig, ne? Es ist ja bei Minecraft, ne, nicht so kantig, ist einfacher gesagt. Aber man kann ja trotzdem versuchen, das ein bisschen zu abgestuft zu machen. Zum Beispiel wie da hier, da fehlt noch was. Jetzt müsste es nur noch wachsen. Da wächst es sogar schon. Also Gras, könntest du mal, ne? Könntest mal deinen Job tun. Wäre schön. Dann könnte ich auch mal zu Ende machen hier. Komm, mach mal deinen Job. Mach mal das, worum du da bist. Wachs mal zu. Komm, du mal. Mensch, komm, gib Gas. Mensch, wir haben doch keine Zeit hier. Das ist doch alles eng getaktet. Ich begreif's nicht. Sonst wächst der Scheiß immer sofort zu. Aber jetzt irgendwie nicht. Ich könnte mit Knochenmehl behilflich sein, aber das will ich nicht. Ich könnte vor allem mal in die Monsterfalle gehen und gucken, ob da was gespawnt ist. Wir sind ja in der Nähe der Monsterfalle, also eigentlich müsste da auch was gespawnt sein. Alles andere wäre Quark. Ja, ja genau, das wollte ich auch noch irgendwann mal umsetzen, dass der Aufweg anders ist. Das wollte ich gerne mit Strömungen machen, mit Wasser. Das war so meine ursprüngliche Idee gewesen, so einen Wasseraufzug zu machen. So, kommt mal alle runter hier. Ist überhaupt was gespawnt? Naja, nicht so wirklich, ne? Hauptsache ein Haufen Bogenschützen, das ist mir ganz wichtig, weil die geben mir immerhin Knochen und Pfeile. Gut, Pfeile kann man sich auch selber bauen. Das ist jetzt nicht so der Nonplusultra Super Rare Heavy Ultimate Mega Drop, den du kriegen kannst. Aber wenigstens spart man sich so den Flint. Das macht schon alles etwas besser. So, wo haben wir den Mob Drop überhaupt? Der war hier drin, genau. 9 Stück davon, Haufen davon, hau. Ja, wow. Ich wusste gar nicht, dass wir so viel Schießpulver haben. Haben wir echt schon so viele Creeper gekillt? Das ist heftig. Das kam mir gar nicht so viel vor. Aber es war anscheinend doch. Der Backpack ist weg. Den muss ich auch neu bauen, irgendwie. Obwohl ich die Mod drinne habe. Kann ja mal ganz kurz gucken. Ja. Ist es auch übersetzt worden, Alter? Nee. Aber ich habe die Mod drin, das weiß ich. Ja, nochmal gucken. Nochmal gucken.
Darf ich mich jetzt ins Bett legen? Dankeschön. So. Jetzt müsste ja eigentlich das Gras gewachsen sein. Oh, mein Auge juckt. Ah, verdammt. Auge juckt. Oh, es dreht sogar, what the fuck. Gut. Warte mal, hier sind Fackeln drin, ne? Ja gut, hier geht's nicht wegen den... Weil es nicht abschießt, ne? Scheiße. Bitte sei gewachsen. Dann kann ich endlich da noch das eine... Die eine Saatgut hinsetzen. Und dann mal gucken wegen dem Zaun, ne? Aber die anderen Bäume sind nicht gewachsen, ne? Nee, bloß nicht. Wachs doch mal! Oder du brauchst erst einen Wachsmalstift. Ich begreif's nicht. What the fuck? Weißt du was? Ich habe jetzt einfach einen anderen Plan. Ich habe doch noch im Lager, dürfte ich sogar in der Spezialkiste noch den einen oder anderen Grasblock haben sogar. Machen wir es einfach so. Ist keine Lust, 1000 Jahre zu warten für diesen Mist. Den Balken könnte man auch noch überdecken, theoretisch. Das ist mir gerade mal so aufgefallen, das könnte besser aussehen, als es aktuell tut. Das kommt auch hier rein. Das kommt hier rein. Was wollte ich gerade holen? Ach ja, Gras. Grasblock. Wir haben sogar zwei davon. Heftig. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Haben wir noch Spruce Wood? Aber hier hinten irgendwo. Wir haben eine davon. Gut. Ach ja, Zaun. Wir haben noch Zaun davon da. Das ist auch traumhaft. Oder in dem Fall zaunhaft. Ja, ich bin so witzig. Ich bin so unglaublich witzig, Alter. So, dann machen wir hier mal zu. Dass das Feld ein bisschen mehr zu ist halt, ne? Da muss es jetzt nicht sein, aber hier so am Wegesrand will ich schon mal den Zaun drum haben. Den könnte man noch mit ein bisschen Sachen verzieren, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich den Weg... Da ist es schlecht möglich wegen der Dingsbums. Gut, dann machen wir das jetzt einfach zu hier. Zack. Hier könnte ich jetzt noch mal was rumziehen, aber das wäre... Oh, nee, komm. Oh, der ist gewachsen. Er ist gewachsen. Und das ohne Wachsmalstift, Alter. Ah, der hintere wahrscheinlich noch nicht, ne? Der da hinten. Nee, natürlich nicht. Der braucht noch 1000 Jahre, bis der wächst. Und der ganz da hinten auch nicht. Toll. Klappt ja super übrigens. Ja, das muss auch bald noch gebaut werden, aber erstmal wollte ich noch so ein bisschen Quality of Life Änderungen an der Welt machen. Aber damit sind wir auch noch nicht ganz durch, ne? Da kommt noch ein bisschen was. Erst kommt der Scheiß da rein und dann kommt der Scheiß da rein. Und die Harke brauche ich auch nicht mehr. Die kann auch wieder dahin zum, wo der Pfeffer wächst. Ja, die Öfen waren ja noch voll mit Mist, ne? Stimmt. Aber ich habe einfach Glas geblasen, oder? Nö, hab ich nicht. Okay. Ich wollte es, glaube ich, aber hab's nicht. Gut, dann würde ich sagen, ist die Folge auch vorbei. Und beim nächsten Mal werden wir uns wiedersehen, wie geübt in alter Frische. Und bis dahin, gehabt euch wohl und tschüss.